herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist eigentlich? Heute, was ist eigentlich ein Plug-in-Hybrid? Was ist denn eigentlich? Keine Ahnung. Siri, was ist eigentlich ein Plug-in-Hybrid? Dieselangst, Innenstadtfahrverbote, Luftbelastung. In diesem Zusammenhang hört man Plug-in-Hybrid momentan häufiger. Ein Hybrid ist ein Benziner, der unterstützt wird von einem Elektromotor. Die hierfür notwendige Fahrbatterie wird zum Beispiel beim Bremsen aufgeladen. Kurze Strecken von maximal 2-3 Kilometer können somit elektrisch gefahren werden. Soweit schon ganz cool. Aber was ist jetzt noch dieses Plug-in? Das ist ebenfalls ein Hybrid, aber er kann viel weiter rein elektrisch fahren. Die meisten täglichen Strecken, die man unter der Woche fährt, werden damit abgedeckt. Ein Riesenunterschied zu den 2-3 Kilometern, die man mit üblichen Hybriden zurücklegen kann. Einfache Hybride haben eine kurze elektrische Reichweite. Ihre Batterie kann nur während der Fahrt durch Bremsenergie geladen werden. Beim Plug-in kann man zusätzlich auch laden, wenn er nicht gefahren wird. Per Kabel. Dank der Benzin-Elektro-Kombination mit großer Reichweite sind auch längere Ausflüge möglich. Sogar abseits befestigter Wege, da sich der Outlander mit seinem elektrischen Allradantrieb nicht nur auf Asphalt wohlfühlt. Das elektrische Fahren im Outlander macht außerdem sehr viel Spaß und vermittelt ein gelassenes, entspanntes Fahrgefühl. Und mit seinen 230 Volt Steckdosen kann man sogar im totalen Nirgendwo Elektrizität nutzen. Wie zu Hause. Das war wieder mal eine Folge von Was ist eigentlich? Nächstes Mal, was ist eigentlich Schleichwerbung?